Grüß Gott und herzlich willkommen zu einem neuen Blick. Gestern dachte ich schon, ich könnte ihn draußen machen, aber heute regnet es wieder. Macht nichts, dann halt mit Blick nach draußen. Wer es noch nicht bemerkt hat, gestern haben wir ja wieder eine Sendung gemacht, der Marc und ich. Und ja, ich weiß, die Tonqualität von seinem Mikro war gestern nicht so gut, das hat er mittlerweile begriffen, also bitte keine Kommentare mehr diesbezüglich. Aber ich denke, der Inhalt ist es schon wert, sich das anzuhören, denn da geht es tatsächlich um die Schifffahrt. Dazu möchte ich nur ein persönliches Erlebnis noch erzählen. Ich war tatsächlich mal auf einem Kreuzfahrtschiff. Wie ich da hingekommen bin, ist eine lange Geschichte. Auf jeden Fall fand ich mich von Miami abfahrend mit 5000 Amerikanern auf einem Schiff und ich die einzige, soweit ich das sehen konnte, Österreicherin. Ich habe damals an einer Arbeit von mir geschrieben. Das heißt, ich war die meiste Zeit, während die alle Party gemacht haben, in einem völlig anderen Raum. Ich erinnere mich nur, das ist schon sehr lange her und damals gab es die ganzen Anschläge. Und ich war damals noch nicht so weit wie heute, dass ich das alles, die Hintergründe begriffen hätte. Ich weiß nur, dass ich einmal da lag und mir gedacht habe, wow, das wäre jetzt das perfekte Angriffsziel. 5000 Amerikaner, also die Zielgruppe auf hoher See, alle beieinander. Wenn du da irgendwie was runterfallen lassen würdest, hättest du sie alle auf einmal eliminiert. Das kam mir damals und ich bin jetzt nicht ein Typ, der solche Gedanken hat. Also von daher ist das schon bemerkenswert. Gut oder nicht gut. Darüber haben wir eine ganze Sendung gemacht, über diese Hintergründe. Ja, und dann habe ich natürlich, war das in der letzten Sendung, ich glaube, oder? Da habe ich ja über diesen Ouroboros geredet und natürlich hat das ganz viele aus ihren Löchern rausgeholt in Bezug natürlich auf die Schlange, von wegen, wie gut doch die Schlange ist. Darüber reden wir gleich und natürlich auch in Bezug auf Buddhismus, weil das ist ja für viele eine heilige Kuh. Ja, ich war auch lange Zeit auf dem Trip, sage ich jetzt mal, wobei für mich einfach mittlerweile klar ist, zu welcher Fraktion der Dalai Lama gehört. Das ist nicht weit weg von der Mutter Teresa und ja, da kann man sich ja schlau machen. Aber darauf gehe ich gleich noch ein. Ich will vorweg sagen, meine Sendungen gehen immer mehr weg von diesem alltagspolitischen. Das hat einen Grund. Ich habe gerade vorhin mir die Merkel da angehört und ich habe gemerkt, ich muss noch ein paar Minuten abdrehen. Ich halte es nicht mehr aus. Da kriege ich echt das große Kotzen. Und ich halte es auch nicht für notwendig. Wer sich an die Sendung erinnert, die ich mal gemacht habe über die Sandkastenspiele, wir erleben da wirklich Kindergarten, die sich gegenseitig irgendwie die Schaufeln wegnehmen und sich dann mit der Schippe irgendwie über den Kopf eine klatschen. Das halte ich tatsächlich für Kindergarten. Dass bei diesem Kindergarten dann auch Platzwunden entstehen oder Schlimmeres, ja, okay. Aber ansonsten ist für mich klar, was das große Spiel betrifft. Also wir haben hier so einen Deckmantel des koronisierten Wahnsinns und alles, was damit zusammenhängt, auch die ganzen Korruptionen und Mauscheleien und wer sich daran bereichert hat und was weiß ich. Dahinter findet meines Erachtens das große Geschehen im Hintergrund statt und das Ganze dient als Ablenkungsmanöver, als ein Deckmantel. Und es ist ein doppeltes Spiel, also das sind viele Ebenen. Also wer da immer so ganz vorschnell, ne, von wegen, es ist nicht schwarz und weiß, das habe ich ja auch in dem letzten Video versucht darzustellen, sondern wir haben hier die Ebenen, die sehr, sehr gefinkelt sind und ein Spiel, das sehr komplex ist und das irgendwie ineinander greift. Es ist wie ein Schauspiel. Wenn wir da die Merkel sehen, wie sie sich da entschuldigt, das kleine Mädel, okay, gut, und der Lauterbach, der sich anscheinend beklagt, dass er keine Tusse abbekommt, ist es immer köstlich diesbezüglich, sich die Sendungen vom Zahnifunk von Verbinde die Punkte anzuschauen, weil dann bin ich wieder irgendwie am Laufen. Und da seid ihr dann genügend informiert, da braucht ihr nicht unbedingt mich, na, von wegen der Suezkanal, dass der jetzt verstopft ist und was das bedeutet und was das für eine Symbolik hat und für eine Aussage und was das fürs Weltgeschehen bedeutet. Dazu könnt ihr euch die Sendung mit Marc anschauen und natürlich von Sunny, die Verbinde die Punkte, die letzten Sendungen. Ich denke, es ist so, dass die Kinder nicht mehr an den Waffenschrank können. Ich denke, das ist für mich so die Überschrift über drüber. Wie jetzt natürlich das mit dem Impfgeschehen. Ich sage ja auch, manchmal ist es bei mir auch, dass ich keine Antwort habe. Dann parke ich etwas, bis ich eine Antwort habe. Oder gebe halt den letzten Stand der Ungeklärtheiten hier wieder. Was anderes kann ich auch nicht tun.
Ich denke, in Amerika liegen die Dinge schon weiter, in Russland liegen sie schon weiter und bei uns halt in Österreich prescht voran, mich mit sich als erstes zu demontieren. Denn ich denke, das ist, was wir hier beobachten können, die Demontage eines Systems. Die Medien zerpflücken sich selber, die Politiker zerpflücken sich selber und da sind wir natürlich wieder bei dem Bild vom letzten Mal, die sich selbst vernichtende Schlange. Das System, das sich selber auffrisst, wie heißt das immer so schön, die Revolution frisst ihre Kinder, ne? Also das ist, was wir erleben, ob das jetzt auf der Bühne der Medien, auf der Bühne erleben, sei es jetzt, dass es die Medien sind, die Politiker, die Impfhersteller, also die ganze Pharmaindustrie, die Globalisten, sie demontieren sich selber und Kuh hat immer gesagt, hindere niemals einen Feind, wenn er dabei ist, sich selbst zu zerstören. Und für die, die irgendwie blöde Meldungen in Bezug auf Q auch bei Magda so drunter schreiben, ja, okay, dann habt ihr nichts begriffen. Wenn ihr euch nicht damit beschäftigt habt, dann haltet besser euren Mund, weil sonst könnte es peinlich werden. Weil da melden sich so viele zu Wort, wo man merkt, okay, die haben sich damit nie beschäftigt. Die haben wieder. Das ist, als würdest du irgendwie Goethe kritisieren, ohne jemals Goethe gelesen zu haben. Also, das ist einfach nur peinlich. Das ist einfach nur peinlich. So, aber auf das komme ich jetzt gleich noch. Ah ja, ich wollte nur sagen, genau, dass ich mich deswegen auf dieses Tagesgeschehen im Moment gar nicht mehr konzentrieren will, weil es ist ohnehin das, was wirklich passiert, ist das, was unsichtbar ist, was hinter den Kulissen passiert. Und ich denke, dass diese Zeit unglaublich gut dazu dienen kann, dass wir unseren Ängsten ins Auge schauen, dass wir dem Feind ins Auge schauen, dass wir im Auge des Sturms dem ins Auge schauen und schauen, was macht es mit uns? Wie kriegen wir uns da heil raus? Wie können wir wieder in die Eigenverantwortung gehen? Denn irgendwie hier so Schnellschüsse, ne? Warum macht ihr das? Warum macht ihr das? Das ist ein Teil von dem, womit ich heute beginnen will. Ich will nämlich beginnen mit der Kübler-Ross, der Elisabeth Kübler-Ross und ihren 5 Phasen. Sie bezieht sich natürlich da auf Todkranke und auf den Prozess des sich mit dem Sterben an Freunden oder auseinanderzusetzen. Aber es trifft natürlich auf uns alle zu, weil wir in einer Zeit sind, wo wir das Sterben der Welt mit anschauen und wo wir merken, dass unsere alte Identität, das, was wir als unser Weltbild und als unser Sein betrachtet haben, wie ich es in vielen Videos jetzt aufgezeigt habe mit diesem schwarzen Kubus, dass wir uns damit, ja, wenn wir uns damit weiter noch identifizieren, werden wir in den Abgrund hinuntergezogen, in den Sog. Und das verstehen jetzt immer mehr, sind natürlich in der Krise, weil sie haben ja keine Alternative. Und das ist ja das, was ich hier anbiete. Nicht, dass ich eine Alternative anbiete, weil die ist ja in jedem von euch. Ich zeige sie nur auf, ich erinnere euch nur daran. Es geht ohnehin in meinen Videos nur darum, dass ich euch an das erinnere, was ihr sowieso wisst. Aber viele haben es halt vergessen. Und wenn, jetzt wurde mein Computer repariert, aber das Aufhängen leider hat sich dadurch nicht geändert. Ja, wenn wir schon im Vergessen sind, das ist spannend. Da komme ich gleich nochmal darauf zurück, wenn ich auf die Schlange zu sprechen komme, das mit dem Vergessen ist, mit dem in den Schlund hineinziehen, das ist eine interessante Geschichte, auf die komme ich jetzt gleich noch. Ja, ich will euch also nur erinnern. Und natürlich ist da eine gewisse Abwehrhaltung bei ganz vielen, die wollen sich nicht erinnern, die glauben, dass sie sterben, wenn sie sich erinnern. Wenn ihre Persönlichkeit stirbt, meinen sie, bleibt nichts von ihnen übrig, weil sie zu ihrem Menschsein noch nicht wirklich Kontakt haben. Ja, und das ist Teil von diesen 5 Phasen. Und ich denke, diese 5 Phasen erleben wir jetzt alle und wir erleben sie kollektiv und individuell. Und ich fand das sehr interessant, weil ich gestern im Familienumkreis, ne, auch haben wir darüber gesprochen, dass eben eine erzählt hat, ja, ich habe so eine Wut, ich habe so eine unglaubliche Wut, wenn ich die Menschen mit den Masken da dahinradeln sehe auf der Straße und so. Und wo ich gesagt habe, ja, der heilige Zorn ist wichtig, ist ein Teil des Ganzen, ne, weil. Da erzähle ich immer die Geschichte. Viele kennen sie schon, aber manche kennen sie nicht. Also erzähle ich sie noch einmal, ne? Diese jüdische Geschichte, die mir ein arabischer Jude erzählt hat. Und ja, die Geschichte geht so, dass ein Mann seinem Nachbarn Geld schuldet und er hat schlaflose Nächte, weil er weiß, dass er das Geld am nächsten Tag, wo sie vereinbart haben, es nicht zurückzahlen kann. Und er windet sich und windet sich im Schlaf und kann nicht, wälzt sich herum und kann nicht schlafen. Und die Frau sagt, was ist denn los? Und er sagt, ja, morgen muss ich doch das Geld zurückgeben, aber ich kann es nicht. Und sie geht hin und reißt das Fenster auf und schreit raus, mein Mann wird morgen das Geld nicht zurückzahlen und macht das Fenster wieder zu, legt sich wieder hin und sagt ganz pragmatisch,
So, und jetzt kann er nicht schlafen. Und ich denke, das ist manchmal wichtig, dass wir, wie wir so gelernt haben, uns alles reinzuziehen. Ich habe es auch oft beschrieben als Schuhe. Ne? Uns werden oft Kinderschuhe hingestellt und dann sind wir sofort bereit, uns den Schuh anzuziehen, auch wenn er viel zu klein ist. Und statt zu sagen, das ist nicht mein Schuh, dann bleibt mir weg, versuchen wir tatsächlich, uns da wie beim Aschenputtelmärchen da rein zu zwängen. Und ich denke, es ist da auch wichtig, dass wir nicht diese unguten Gefühle alle in uns hineinfressen, sondern manchmal ist es auch wichtig, dass sie da hingehören, wo sie eben hingehören. Ne? Ich meine, das heißt jetzt nicht, dass wir jeden anfallen müssen, keine Frage, aber diesen Zorn zumindest mal Ausdruck zu verleihen, muss ja nicht gegenüber dem anderen sein, kann ja auch gegenüber dem Sandsack sein, ist ja völlig wurscht. Ja, wenn wir uns jetzt diese Phasen anschauen, natürlich ist die Phase der Verneinung, des Nicht-Wahrhaben-Wollens, ist natürlich wirklich die immens größte. Und wenn ihr mich fragt, ich bin überzeugt, dass das ganze Absurdistan-Geschehen, was hier stattfindet, hauptsächlich deswegen stattfindet. Also ich meine damit jetzt nicht die Impfung, ich meine jetzt auch, also koronisierter Wahnsinn ist keine Frage, eine biologische Waffe, die sich sicherlich nicht die Whiteheads ausgedacht haben, keine Frage. Aber ich meine auf jeden Fall die Geschichte mit Biden da drüben, der jetzt seine erste Pressekonferenz hinter sich hat. Es ist so köstlich. Man sagt ja, dass es James Wood ist, der Schauspieler, der den Biden da spielt mit Maske. Und er spielt es wirklich grandios. Gut, also man kann auch lachen. Ja, also ich denke, die größte Mehrheit der Menschheit ist in diesem Zustand des absoluten Verleugnens, Verneinens, der kognitiven Dissonanz. Sprich, es darf nicht sein, was nicht Es ist nicht, was nicht sein darf. So. Also das heißt, die erste Phase ist dieses Hoffen auf einen Irrtum. Ne? Also Denial, nicht wahrhaben wollen. Ne? Das ist sicherlich jetzt die Haupt... Da bewegen sich die meisten. Ne? In dem Maße, wie ihnen dämmert, dass hier was schief läuft, kommt jetzt die Frage nach dem Warum. Und da kommt dann der Zorn. Der Anger im Englischen, ne? Also dieses Hadern auch. Ne? Und ich denke, dieser Zorn muss sein. Ohne den Zorn kann man nicht zur dritten Phase kommen, kann man nicht weiterkommen. Denn der Zorn ist ja immerhin schon einmal erkennen, dass irgendetwas schiefläuft. Ne? Und dann braucht man sofort einen Schuldigen. Ne? Habe ich auch immer hier in so Kommentaren so, ne? Die, oh, ihr seid ja, oder Trump ist schuld, oder wie kann er das zulassen oder so. Ne? Also das ist halt... Ja, im Grunde genommen reden wir hier auch von 5 Phasen des Erwachsenwerdens, ne, wo man eben auch ja, einfach nicht will, ne, wie ein störrisches Kind. Die dritte Phase ist der Wunsch nach Aufschub. Da haben wir dann dieses Verhandeln, das Bargaining. Ne. Während im Nicht-Wahrhaben-Wollen ja noch ganz lange irgendwie so die Meinung ist, ja, die Politiker versuchen es ja und sie sind halt nur ein bisschen bescheuert und das und ach, und die haben die Info nicht, deswegen schicke ich ihnen einen Brief, damit sie das, ich will sie aufklären. Das ist süß, ne? Das ist echt süß. Gut, also diese Phasen, ne? Dann, also bei der Phase 3 haben wir dann eben den Wunsch nach Aufschub, ne? Also verhandeln. Ne? Ja, könnte man vielleicht, ja, ich weiß, das haben ja auch die Juden ne, im Zweiten Weltkrieg, wenn es denn so war, wie es uns vermittelt wurde, dann waren ja auch viele, die gesagt haben, naja, also wir sind ja reich und uns brauchen sie ja und ich meine, okay, da drüben die Penner, das mag noch sein, hier die Zigeuner, das kann ja sein, aber wir doch nicht, weil uns brauchen sie ja. Also sprich, sich auch was vormachen, ne? Und mit dem Schicksal verhandeln. Phase 4, würde ich sagen, da ist schon ein Anerkennen, dass es so ist. Denn da fängt dann an die Trauer um die vergebenen Chancen. Und das kann ich mich auch noch gut erinnern. In dem Moment, wo man erkennt, wie es tatsächlich ist, setzt ja erst dieses ganze, boah, ne, so, da ist dann die Münze in den Brunnen gefallen. Ne, und da macht es plopp. Und dann erkennst du, oh, boah, wem bin ich da aufgesessen? Was bin ich da aufgesessen? Wie habe ich mich irgendwie hier verscheißern lassen? Wie konnte ich nur so dumm sein? Ne? Das ist ein Erkennen. Und dieses Erkennen hat etwas unglaublich Erbarmungsloses. Also ich erinnere mich noch gut, das war eine schreckliche Phase in meiner Zeit des Sterbens. Denn es geht hier um ein Sterben. Ja, die Phase 4, Trauer um vergebene Chancen, das ist natürlich die Depression, ne? gar keine Frage. Und manche bleiben da lang drinnen, wie überhaupt die Zeitfrage ist eine ganz wichtige, weil manche sind da ja jahrelang drin, sind vielleicht als Penner unter der Brücke und dann meinen alle schon, naja, da bleibt der jetzt auf immer und ewig. Aber wer weiß das denn? Es kann ja sein, dass das ein notwendiger Teil seiner Entwicklung ist. Und da erinnere ich mich auch wieder an
A Person of Interest, den ich jetzt leider zu Ende geschaut habe. Ich bin ganz, das fand ich so toll. Und das beginnt ja auch damit, dass er aufgegeben hatte oder scheinbar aufgegeben hatte. Denn wer sind wir, dass wir das beurteilen wollen, als er da irgendwie so quasi als Penner irgendwie durch New York zieht. Ja, hier habe ich noch den Satz irgendwo gefunden, wenn der kranke Mensch einen Teil seiner Last formuliert hat, dann kann er diesen Teil der Last loswerden und sich so erleichtern. Dagegen, wenn wir versuchen, ihn zu trösten, stopfen wir ihm sozusagen den Mund. Das fand ich sehr interessant, weil das ist das, was Männer immer mal machen, ne? Wenn du ihnen von, also Frauen und Männer ticken da ja anscheinend anders, weil Frauen wollen über ein Problem reden und wenn der Mann gleich die Lösung hat, können sie nicht reden und können es vor allem nicht selber finden. Und gut, da kann ich auch nur sagen, dass das etwas ist, was ich im Gespräch mit meinen Kindern auch immer wieder feststelle, wenn die mich anrufen, dass ich immer besser lerne, zuzuhören und erst einmal sie reden lasse und dass sich das auch viel besser für sie anfühlt, wenn sie dann die Lösung finden und nicht, wenn ich ihnen die Lösung gleich irgendwie serviere. Ne? Weil, wie gesagt, es geht eher um das Bedürfnis zu reden, als darum, dass wir ihnen gleich eine Lösung präsentieren und damit auch das Gespräch abtöten. Ne? Das ist ja, wie es ganz richtig heißt, das eine heißt sich erleichtern von einer Last, von befreien oder erleichtern. Und das andere heißt ihnen das Maul stopfen und da bewirken, dass es wieder runterschlucken. Aber es muss ja raus, es muss ja irgendwie raus. Also jemanden haben, zu dem man redet. Ich habe mit mir selbst geredet und das funktioniert bei mir wunderbar. Da muss ich gar nicht so viel sagen, da reicht irgendwie eine Erkenntnis. Ne? Oder eben, kann ja auch am Telefon sein, muss ja nicht persönlich sein. Also ich stelle fest, dass es mit manchen ist es sogar leichter, das ist eine eigenartige Geschichte. Mit manchen, wenn ich denen gegenüber bin, entsteht nicht so ein tiefgründiges Gespräch, wie wenn wir am Telefon sind. Das ist auch ein lustiges Phänomen. So, aber jetzt kommen wir zur fünften Phase und das ist natürlich eigentlich die Phase des Sterbens. Das ist die Abkopplung von der Umwelt. Und sie nennt es, die Kübler-Ross nennt es Akzeptanz. Und das heißt, sein Schicksal voll und ganz akzeptieren und dann koppelt man sich von der Umwelt ab. Hat überhaupt keinen Wunsch mehr irgendwie nach Besuch oder nach längeren Gesprächen. Man möchte eigentlich nur noch die Erlaubnis zu gehen. Und das finde ich jetzt sehr, sehr spannend, weil ich war in dieser Phase des Rückzugs auch sehr, sehr lange. Ich habe hier mit meinen beiden jüngeren Kindern im Haus gewohnt, also von daher war ich für sie zur Verfügung. Aber ich hatte nicht das Bedürfnis zu reden. Und ich habe mich von all meinen Freunden und Bekannten zurückgezogen. Und das war offensichtlich notwendig. Und manche sind auch für immer gegangen. Oder keine Ahnung, ich will jetzt nicht sagen für immer. Aber sind einfach erstmal gegangen. Ob sie jemals zurückkommen werden, das ist eine Frage, wie sich die beiden Wege entwickeln. Ob das auseinandergeht oder ob es eine Bifurkationslinie gibt. Oder ja. Aber dieses. Ja, dieses sich erlauben zu gehen, zu sterben, ich fand das sehr spannend, weil ich habe gestern in einem Gespräch dann irgendwie gesagt, naja, als ich damals gestorben bin und dann kam so, wie, wieso gestorben und so. Also das ist irgendwie für manche gar nicht verständlich, dass man auf einer Ebene sterben kann. Ich erinnere mich, damals war das die dunkle Nacht der Seele, meine Seele wollte gehen. Die wollte die Erlaubnis haben zu gehen und das heißt nicht Selbstmord begehen, das ist etwas ganz was anderes. Ein Teil von dieser. Man geht durch einen Sterbeprozess, anders kann ich das nicht erklären. Ja, und wenn man aber dadurch ist, ist man frei. Das ist auch tatsächlich so. So, und jetzt kommen wir zum zweiten Thema, das ich nochmal aufgreifen wollte, nämlich dieses kontroverse Thema des Ouroboros, des Schlangenverzehrers. Ich mag ja gerne manchmal provokant hier sein. Ich mag das, weil wenn wir uns vorstellen, wir sind alle in so einem, nicht wir alle, aber wenn man denn noch im Schokoteig drinnen ist, ja, dann braucht es provokante Aufweckmethoden und das mache ich oft hier, dass ich provokant aufwecke, etwas einfach mal provokant sage. Ne? Wenn ich sage, die Schlange ist meiner Meinung nach dämonisch, dann ist das sehr provokant. Und dann merke ich vielleicht selber, naja gut, okay, das hat nichts mit Zurückrudern zu tun, sondern einfach, dass sich das weiterentwickelt. Ne? Aber diese provokanten Aussagen sind meiner Meinung nach auch wichtig, auch damit sich jemand aufregt und sagt, ah, wie kannst du nur und das ist ja grauenhaft und du bist ja, was weiß ich nicht alles, aber das kann ich gut ab. Ja, weil, worauf will ich hinaus? Ich will darauf hinaus, dass die Schlange im Christlichen hat sie ja das Negative, ne? Da hat sie was Dämonisches, da ist sie diejenige, die uns verführt. Wohingegen in alten
in anderen Mythologien sie ja eher etwas Heilendes hat, ne? Aber das ist gar nicht so absurd, weil wenn wir schauen, das Gift hat ja auch beides, ne? Das Gift hat eine heilende, es ist immer doppeldeutig. Die Schlange steht auf der einen Seite für Täuschung, sie steht aber auch für einen Sog. Wir haben es letztes Mal schon gehabt, ne? Für einen Sog, dieser hypnotische Blick der Schlange, wie wir ihn im Mowgli kennen, ne? Im Dschungelbuch. Schau mir in die Augen und du schaust dir in die Augen und sie zieht dich in ihren Sog, in den Sog des Vergessens, wo du willenlos bist und dann kann sie alles mit dir machen und täuscht dich. Und da kann sie natürlich auch mit ihrem Gift zuschlagen. Und dann bist du entweder tot oder eben das Schlangengift kann ja auch heilen und nicht umsonst. Im Englischen Gift heißt ja auch Geschenk und das ist einfach alles sehr, sehr doppeldeutig. Aber gehen wir noch auf die Täuschung ein. Die Täuschung ist ja auch das Prinzip des Satans und deswegen hatte ich das auch gesagt mit dem Satanischen. Natürlich auch im Sinne von sich in sich selbst verbeißen, was ja der Donut ist, was ja dieses Hamsterrad ist, ne? Und die Schlange kriecht auf den Boden. So, und solange sie auf dem Boden kriecht und noch dazu in einem in sich geschlossenen Kreis, gibt es keine Entwicklung. Wir kennen aber natürlich auch die Schlange, die sich aufrichtet im Aesculap-Stab zum Beispiel. Ne? Im alten Ägyptischen, bei Tod ist es auch so. Ne? Das ist die Schlange Welten umschlingend, ne? Wird sie auch genannt. Ne? Ja, das ist alles sehr, 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 sehr spannend. Und indem sie sich aufrichtet, ist sie ja schon irgendwie weg von diesem total nur auf der Erde kriechen. Und das erinnert mich natürlich an ein anderes Bild, nämlich wir kennen das Bild der sich häutenden Schlange und damit steht sie natürlich für Tod und Wiedergeburt, aber meiner Meinung nach ist das eher das Bild der Reinkarnation, die sich häutende Schlange ist zwar Tod und Wiedergeburt, aber in einem in sich geschlossenen Kreislauf. Und alle Videos, die ich hier mache, handeln ja davon, dass ich sage, durch diese fünf Phasen des Sterbens, dass wir jetzt in einer Phase sind, kollektiv und individuell, wo wir auf eine andere Ebene kommen, wo wir diese Ebene des ewigen Hamsterrades, der ewigen Reinkarnation, des ewigen sich selbst in den Schwanz beißen und sich selbst auffressen, wo wir davon erlöst werden. Das ist für mich die Erlösung. Und die Erlösung, da will ich ein anderes Bild als die häutende Schlange nehmen, nämlich das, was, und da gehe ich jetzt am liebsten auf die Astrologie ein, weil die hat das, finde ich, am schönsten beschrieben. In der Astrologie sagt man, okay, der Skorpion ist quasi verflucht, dass er nicht nur auf der Erde ist, also ganz unten, so wie die Schlange, sondern auch noch, dass er mehr oder weniger so ein Grottenolm ist, ne? Dass er da irgendwie so in dunklen Höhlen dahin vegetiert. Eigentlich eine sehr niedrige Daseinsform. Und nun, der Skorpion hat ja im mythischen Sinnbild, hat er ja den Weg, dass er stirbt und indem er stirbt und verbrennt, wird aus der Asche der Phönix geboren, Phönix aus der Asche und daraus entschwebt dann der Adler, also der Feuervogel oder der Adler, das ist jetzt egal, wie ihr das wollt, der dann über drüber ist und das ganze Geschehen, also das Weltengeschehen von oben beobachten kann. So, das heißt also, wenn wir die Schlange sehen als den Sog nach innen, das habe ich letztes Mal schon gesagt, dann ist in dem Moment, wo wir hier an der tiefsten Stelle angelangt sind, und das ist die fünfte Phase des Küblerschen Zyklus, wo wir sterben, dann kann erst der umgekehrte Weg, ne, dass du vom Skorpion, du stirbst, du aus der Asche dann dich erheben kannst und zum Phönix wirst, beziehungsweise zum Adler, der seine Schwingen eben ausbreitet und dann von hier oben auf dieses Geschehen zurückschaut und dann erst versteht, in was er drinnen war und dann auch erst als Adler vielleicht auch mitunter nach unten gehen kann, nach unten sich wieder herunterlassen kann und anderen dann
helfen kann, aber aus einer anderen Perspektive heraus. Das ist auch sehr, sehr spannend, weil wir haben hier auch die Parallele zum Totenbuch, also zum Tod, Hermes Trismegistos, das Totenbuch. Da haben wir diese Themen alle drinnen. Und ja, da finde ich natürlich spannend, dass der Tod von Geburt an ein Phönizier war. Und wisst ihr, ich komme immer, und das ist ja dieses uralte seefahrende Volk, von dem wir oft ausgegangen sind, dass das ähnlich wie bei den Ägyptern auch vielleicht auch der Ursprung dieses ganzen babylonischen Systems irgendwie ist. Ne? Das heißt, ich weiß es nicht, ob wir überall diese zwei Aspekte haben, ne? So wie in der Schlange, ne? Dass sie giftig ist und uns aber auch heilt. Dass vielleicht in den Phöniziern die schlimmste Dunkelheit, die schlimmsten Kinderfresser waren, aber vielleicht auch das Gegenteil, nämlich eben ein Tod, ein Hermes Trismegistus. Da können wir nur spekulieren. Ne? Und ich will mich da nicht verlassen, ehrlich gesagt, auf überlieferte oder auf vorgekaute Sachen, weil ich weiß, wie viele. Und mir ist es sowieso lieber, ich erkenne es aus mir heraus. Was ich nur interessant finde, ist, dass der Feuervogel auch lunare Aspekte besitzt. Also, dass dieses. Also, wenn man jetzt schaut, der Adler ist oft im Kampf mit einer Schlange dargestellt und die Schlange symbolisiert Dunkelheit und Chaos. Und der Phönix galt in der Antike auch als Adler des Zeus, der die Seelen der Verstorbenen in den Himmel hinaufträgt und sie somit von der Schwere der Materie entbindet. Das wäre Jupiter in dem Fall, ne? Und somit wird die Seele erlöst von den Zwängen der Materiewelt, und das ist ja ein wichtiger Bestandteil von dieser hermetischen Sichtweise. Nur natürlich Hermes, ne? Also die ganze Mythologie. Wir wissen nicht, was davon wie im Sinne der Täuschung ist. Hat auch viel mit platonischer und neuplatonischer Philosophie zu tun. Aber was mir hier wichtig ist, dass sowohl der Adler als auch die Schlange, man sagt eben dieses lunare Prinzip, dass es irgendwie mit dem Mond gleichgestellt wird. Also, und der Mond hat ja etwas sehr, sehr Wankelmütiges, und der Mond ist auch die dunkle Seite, und der Mond ist unsere Vergangenheit. Und der Mond hat auch viel mit Täuschung zu tun. Das war der Grund, warum ich mich von der Astrologie entfernt habe, von der Deutung, weil ab dem Moment, wo mir nicht mehr klar war, ist der Mond wirklich das, was wir glauben, was er ist, oder ist er etwas, das uns sirenenmäßig irgendwie wegbringt, oder ist er vielleicht gar nur irgendein künstlicher Blechhaufen, also das ist jetzt überspitzt. Ich habe mich auf jeden Fall deswegen davon entfernt, von der astrologischen normalen, ja. Ich mag die Mythologie nach wie vor sehr, aber ich habe mich ansonsten davon, von astrologischer Deutung habe ich mich entfernt. Ja, weil mir einfach klar ist, dass dass der Mond ja etwas sehr Trügerisches hat, ne? Und auch etwas Wankelmütiges. Ja, aber was ich auch noch sehr, sehr spannend finde, ist erstens, dass es eine Verbindung gibt von dem Vogel Phönix mit dem Gogard, also mit dem heiligen Baum. Also sprich, dass hier sehr wohl ein wichtiges Geschehen stattfindet. Also ein Sinnbild natürlich für die Geburt eines neuen Wesens. Aber, und das ist meiner Meinung nach das Wichtigste, dass es eben nicht auf derselben Ebene stattfindet. Also ich denke da an den Panther, an Rilkes Panther. Wenn wir den Panther von Rilke anschauen, dieses Gedicht der Panther von Rilke, dann ist das ein Panther im Käfig. Und der Käfig ist viereckig. Erinnert ihr euch noch an mein Ding von der Matrix? Ja, wir haben hier diesen viereckigen Käfig, und hier geht der Panther und geht und geht und geht und dreht seine Runden, bis er nicht mehr kann, bis er aufgibt und sich flach auf den Boden legt und resigniert, wo er zuerst noch so stolz war. Das ist für mich eine Parallele zu diesem Bild. Und ja, wenn wir uns die Phasen von der Kübler-Ross anschauen, dann können wir sagen, dass das ein Teil des ganzen Prozesses ist, ein notwendiger Teil. Und dass vielleicht der Punkt, wo sich dann der Panther hinlegt
und resigniert vielleicht auch nur ein Teil des ganzen Zyklus ist. Denn es kann ja sein, dass ein Zyklus von den fünf, die ich jetzt vorgelesen habe, vielleicht über Jahre geht oder vielleicht sogar über ganze Inkarnationen, ne? Dass du eine Inkarnation als Penner verbringst und eine in der Hybris als König oder keine Ahnung. Ich sage nur deswegen, dass ich kein Freund mehr bin von diesem Reinkarnation, weil ich ja aus diesem Ding längst raus bin, weil das für mich, ich kann, und dann kann man das auch nicht mehr. Dann kriegt man irgendwie so ein Gefühl von Ungeduld oder Ekel oder so. Also ich kann gewisse Aspekte dieser Welt kann ich einfach nicht mehr. Da wird mir irgendwie so wie eine Merkeline oder so. Da wird es mir einfach ganz anders. Ich kann nur noch bedingt, so wie der Adler, dann hier hinunter und nur für eine gewisse Zeit kann ich da hinunter und kann da wieder ein bisschen wandeln, aber dann muss ich wieder raus. Wenn es zu viel wird, dann kriege ich einfach das große Kotzen. Und das rate ich euch auch, also nicht, da nicht so lange zu verweilen, denn das tut einem wahrscheinlich nicht gut. Ja, jetzt haben wir die Gegensätzlichkeit. Also in dem einen Fall haben wir ja zwei Gegensätze, die sich in den Schwanz beißen und die sich damit aufheben. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, okay, jetzt sind wir in der Dualität oder in der Polarität. Man könnte sagen, das ist ja wunderbar, weil das ist ja polar. Alles sehr interessant. Da habe ich es, die vielfach gewundene Schlange der Weltumringler. Das ist doch auch ein schöner Begriff, ne? Die sich permanent erneuert. Manche sagen in jeder Nacht, deswegen nennt man das das lunare Prinzip. Aber, übrigens noch ein Goethe-Zitat: Und solange du dies nicht hast, dieses Stirb und Werde, bist du nur ein trüber Geist auf der dunklen Erde. Ja, dann sind wir im Schokoteig, dann sind wir nur irgendwelche Einzeller, irgendwelche Amöbenhafte. Und ich denke, das ist, wo wir uns als Kollektiv befinden, ne? In diesem amöbenhaften Einzeller-Dasein, die nichts begriffen haben. Deswegen habe ich auch mein letztes Video genannt, die Welt hat es nicht begriffen. Aber was mir jetzt am wichtigsten ist, dass wir auf der einen Seite diesen zyklischen, dieses zyklische Wiederholen von immer denselben Abläufen haben, ne? Dass es immer wieder auf derselben Ebene ist. Ne? Ein Stirb und Werde immer auf derselben Ebene. Und ich denke, das war es vielleicht auch. Wenn man jetzt eine Zeit nimmt, ob die jetzt real ist oder nicht, die letzten 5000 Jahre war der Mensch gefangen in diesem ewigen Kreislauf, immer wieder von Stirb und werde, Stirb und Werde und immer wieder geboren werden und immer wieder im selben Hamsterrad. Ne? Aber, und das ist eben auch wichtig, dieser antike Uroboros, ne, ist ein Zyklus, der sich eben immer wieder in seinen Ablaufstadien wiederholt. Wohingegen im alten Ägypten, da kannten sie den Sonnenvogel und der hat ein spiralenförmiges Aufsteigen. Und das ist im Unterschied eben, dass du, ja, wie ich es genannt habe, niemals zweimal in denselben Fluss steigst, sondern das heißt, dass es tatsächlich aus dem Sog heraus spiralenförmig ein sich herauswinden aus dieser Welten, aus diesem, wie habe ich es genannt, Weltenumringler, Umzingler, ne? Daraus winden und somit in diese Adlerperspektive zu kommen. Das sollen alles nur Anregungen sein. Ich denke, es geht darum, dass es tatsächlich das Leben, also in dem einen Fall, wenn wir uns nach innen wenden, ist es, dass wir den Tod erschaffen. Oh Gott, das ist ja ein Anachronismus. Nein, das ist ja völlig absurd, den Tod erschaffen. Dass wir uns dem Tod, wir sind dem Tod geweiht und betreiben einen Totenkult. Und am Ende können wir dem wahrscheinlich nur entkommen, indem wir uns dem Tod hingeben, nicht mehr dagegen ankämpfen, sondern uns dem Tod hingeben und dadurch wiedergeboren werden und dann daraus ein lebensschaffendes Prinzip machen. Und da weiß ich wirklich, wovon ich rede. Das ist nicht Theorie. Also in meinem Leben kann ich sagen, nachdem ich durch diese fünf Stadien durchgegangen bin, von immer weiter in das Nichts hinein, diese fünf Stadien, die ich am Anfang beschrieben habe, von Betrachter und Beobachter das Leben betrachten und diese ganzen Gegensätze immer mehr, ja, in sich vereinen, bis du am absoluten Nullpunkt ankommst.
Und seitdem ich mich seither auf den Rückwärtsweg begeben habe, der hat sehr, sehr viel damit zu tun, auch, dass ich gewisse Dinge, alte Gewohnheiten für immer und ewig entlassen habe. Also ich habe vollkommen mich in irgendein Drama hinein oder wenn jemand kommt und sagt, das ist so schrecklich oder wenn oder diese das alte Gedöns von Kritikfähigkeit und darüber habe ich genügend geredet, sich selbst demontieren, sich selbst kritisieren, sich selbst mea culpa, sich selbst klein machen, sich selbst im Stich lassen, alles das, ne, steht dem Leben im Weg und verhindert, dass du dich wieder aufrichtest, ne? Denn wenn schon Schlange, dann bitte eine aufgerichtete Schlange und noch besser, wenn dann wenn du der Phönix aus der Asche bist. Und nur so als Kleinigkeit, ne? Mein jüngster Sohn rief mich vor nicht langer Zeit an, da hatte der eine künstlerische Krise und meinte, Mama, wie kann ich irgendwie das in die Gegenrichtung bringen? Ich habe damals zu ihm gesagt, ganz einfach, habe ich gesagt. Sperr deinen Kritiker in den Schrank und hol dein kleines Kind aus dem Schrank raus und lass es spielen. Und ich meine, ist ja so einfach, kann es gehen. Ne? Aber ich sage nicht, dass er jetzt wegen dem, was ich gesagt habe, jetzt in einer künstlerischen Hochphase ist. Nein, es war vielleicht nur ein i-Tüpfelchen oder nur keine Ahnung, noch irgendwas, was noch Ausschlag gegeben hat. Egal. Aber auf jeden Fall, ich denke, so einfach kann es gehen. Ne? Schickt eure Pharisäer, schmeißt sie aus dem Land. Schmeißt sie weg, deswegen bin ich hier auch so rigoros, ne? Mit den völlig unnötigen Kommentaren, die einfach nur schlechtes Blut verbreiten, Gift verbreiten, ja, Schlangengift verbreiten. Da kenne ich kein Pardon, weil so gehe ich einfach um, ne? Die schmeiß ich rigoros raus, ne? So wie Jesus die aus dem Tempel rausgeschmissen hat, ne? Die haben nichts verloren in meinem Leben. Nein, ab mit euch, ne? Ja, schmeißt sie raus. Schmeißt sie raus, die Kritiker, die Pharisäer, die Nörgler, die Skeptiker, die immer irgendwie negativ, ne? Schmeißt sie raus, rigoros beendet die Beziehungen, die Freundschaften oder sagt, okay, du kannst dich entscheiden, entweder du machst hier mit bei meinem Projekt, weil es mein Projekt, oder sonst mach deinen Haufen woanders, aber nicht vor meiner Haustür oder gar in meinem Haus. Ne? Und dann also wirklich, wirklich radikal zu sich selber stehen, sich radikal nähren und pflegen und hegen, auf das wir uns erheben können und die Flügeln, die Schwingen ausbreiten können und uns entfalten können, wieder atmen können. Also das Gegenteil von diesen Masken tragen. So, ja, also ich hoffe, ich konnte euch irgendetwas vermitteln. Und wie gesagt, also diese ganzen Ideologien, wisst ihr, wenn mir dann einer schreibt, oh, das vom Buddhismus, keine Ahnung und so. Ismus, alleine das Wort Ismus, Buddhismus. Ja, da sind natürlich tolle Gedanken drin. Überall sind tolle Gedanken drinnen. Ne? Aber ich meine, so haben sie es immer gemacht. Ne? Ich kann euch nicht mehr sagen, wie viel von der Bibel verfälscht ist und wie viel noch. Deswegen im Zweifelsfall, ich schaue einfach, was hat für mich Wert. Jedes Einzelne, ne, schaue ich mir an. Will ich das in meinem Leben? Hat es für mich Wert? Okay, und wenn ich es nicht weiß, dann parke ich es. Gut, ihr Lieben, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und für eure Unterstützung. Alles Liebe. Tschüss.